Es heißt ja immer, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Dieser Aussage kann ich nur zustimmen. Die Ernährung spielt hierbei eine ganz entscheidende Rolle. Fühlt ihr euch müde, kaputt, ausgelaugt oder vielleicht einfach nur fertig? Grund dafür ist sehr wahrscheinlich die Ernährung. Das gleiche gilt auch für die Gegenseite. Wenn ihr euch super fühlt, so als könnte euch nichts und niemand auf der Welt besiegen, dann wird eure Ernährung dabei sicherlich eine tragende Rolle spielen. Euer Körper reagiert auf die Inhaltsstoffe im Essen. Auf die eine oder andere Art. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist daher sehr wichtig. Je besser ihr euch um euren Körper kümmert, desto besser und vor allem desto länger kümmert er sich auch um euch. Aus diesem Grund möchten wir euch heute ein paar Lebensmittel vorstellen, die sowohl eine Anti-Aging-Wirkung haben, als auch eine lebensverlängernde Wirkung. In diesem Sinne geht's jetzt los. Nummer 1. Brokkoli. Ist zwar nicht gerade für seinen umwerfenden Geschmack bekannt, gesund ist er aber allemal. Brokkoli ist voller Vitamine und Mineralstoffe, wie zum Beispiel Magnesium, das für eine optimale Funktion sämtlicher Vorgänge im Körper unerlässlich ist. Der Verzehr von Brokkoli steigert unsere Vitalität, unterstützt den Körper bei der Entwässerung und stärkt unser Immunsystem durch den hohen Vitamin-C-Gehalt. Brokkoli macht auch nebenbei ziemlich satt, was gerade beim Abnehmen ein sehr großes Plus ist. Brokkoli hilft euch, eure Gehirnaktivitäten zu steigern. Wir empfehlen Brokkoli roh zu essen, um die meisten Inhaltsstoffe mitzunehmen. Wem das aber nicht schmecken sollte, der kann auch auf die gedämpfte Art zurückgreifen. Durch diese Art der Zubereitung bleiben die meisten Inhaltsstoffe erhalten. Nummer 2. Kaffee. In einer Studie mit 45.000 Teilnehmern aus Holland und den USA haben Kaffeetrinker, welche bis zu 6 Tassen am Tag getrunken haben, seltener einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten, als Teilnehmer, die keinen Kaffee tranken. Kaffee schützt vor Krebs, vermutlich deshalb, weil er die Verdauung anregt und somit potenzielle Erreger aus dem Körper spült. Die Nahrung bleibt auch nicht so lange in Magen und Darm und aggressive Stoffe werden dadurch schneller abtransportiert und haben so weniger Zeit, Schaden anzurichten. Eine Tasse Kaffee nach dem Essen ist also ziemlich sinnvoll. Nummer 3. Wasser. Da unser Körper zu 60% aus Wasser besteht und unser Blut aus bis zu 90% H2O, lehne ich mich mal sehr weit aus dem Fenster und behaupte, dass Wasser sehr wichtig für uns ist. Bis zu 2 Liter pro Tag sollte ein gesunder Erwachsener zu sich nehmen. Je älter wir werden, desto weniger Durst haben wir. Gerade deshalb ist es wichtig, jeden Tag sehr viel zu trinken. Wasser kann mehr oder weniger alles. Es reguliert die Körpertemperatur, hilft euch klar zu denken, spült Giftstoffe aus dem Körper und ja, es hält auch die Haut jung, strahlend und faltenfrei. Nummer 4. Walnüsse. Walnüsse, aber natürlich auch andere Nüsse wie Haselnüsse oder Erdnüsse, sind wahre biologische Bomben und Fitmacher an positiven Wirkstoffen. Nüsse bringen die grauen Zellen auf Vordermann und eignen sich wunderbar als kleiner Snack am Nachmittag, wenn die Leistungskurve ein bisschen sinkt. Sie enthalten eine ideale Kombination aus Vitamin B, Lecithin, Cholin, Magnesium und Omega-3-Fettsäuren. Unser Gehirn braucht rund ein Fünftel der aufgenommenen Energie in der Nahrung, um zu funktionieren. Wegen des hohen Fettgehalts genügt eine Handvoll pro Tag. Die positiven Effekte von Walnüssen auf die Haut sind wissenschaftlich bewiesen. Walnüsse haben einen besonders hohen Melatoningehalt. Melatonin ist ein Schlafhormon, das in der Nacht auch die Haut besonders gut regenerieren lässt. Deshalb ist es sehr empfehlenswert, 3 Nüsse vor dem Schlafengehen zu sich zu nehmen, was in der chinesischen Medizin schon lange bekannt ist. Eine Handvoll Walnüsse, das sind ca. 50 Gramm, decken den Tagesbedarf eines Erwachsenen an sogenannten Omega-3-Fettsäuren. Das sind Fettsäuren, die lebensnotwendig sind und die unser Körper nicht selber produzieren kann und daher nur durch die Nahrung aufgenommen werden können. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.